Für diesen Sport, fürs Hockey, fürs Brennig. Und ich glaube, jeder, der mal so Leistungssport gemacht hat oder so, der macht es ja nicht, weil er damit irgendwie jetzt großes Geld verdienen möchte oder so, sondern du machst es, weil es deine Leidenschaft ist. Ja, ich habe witzigerweise meine Bachelorarbeit jetzt über Burnout im Spitzensport geschrieben. Das war echt cool und hätte ich nicht gedacht, dass das so gut dann doch zusammenpasst auf der Ebene. Ich habe ja sehr viel gefehlt. Wir haben so im Olympiajahr haben wir 100 Fehltage ungefähr. Also erstmal zu meinem Studium, da haben sie mir überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Die Uni hat mich immer unterstützt. Also wenn du das mit deinen Terminen alles gut organisierst und koordinierst und früh planst mit Professoren, mit Abgabefristen, mit allem drum und dran, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Vor einem Jahr ungefähr ist der online gegangen, mein Blog, Marry Me Daily. Und genau, der steht eigentlich für gesunde Ernährung. Alles, was da zu tun hatte mit Kameraführung, mit Gestalten von Webseiten, das habe ich alles selber gemacht und das habe ich an der Leuphana gelernt. Das hätte ich vorher nicht, konnte ich das nicht. Ja, ich glaube, so mit meinem Weg, den ich so eingeschlagen habe, mit dem Sport und mit dem Studium, stehen wir so alle Türen offen für die Zukunft.